Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs Böblingen. Wir sind wieder zu Gast in der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfing. Und mein Gesprächsgast heute ist Professor Dr. Alexander Rossmann. Er ist Leiter des Hermann-Hollerith-Zentrums. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo, Herr Zürn. Hermann-Hollerith-Zentrum, was ist das? Das Hermann-Hollerith-Zentrum ist ein kooperativer Lehr- und Forschungsverbund, wird getragen von den Hochschulen Reutlingen, der Hochschule Esslingen und der Universität Stuttgart. Und wir machen, wie der Name schon sagt, Forschung und Lehre in Böblingen. Das heißt, das ist quasi eine kleine Uni oder ein Universitätsstandort jetzt, Böblingen. Ganz richtig. Das ist ein Hochschulstandort hier in Böblingen. Wir haben mittlerweile über 40 Studierende, die in unseren Masterstudiengängen aktiv sind. Professoren, Doktoranden, alles, was zu einem Hochschulstandort dazugehört. Sie haben es gerade schon erwähnt, es ist ein Forschungsverbund mehrerer Hochschulen. Was forschen Sie? Unser Forschungsthema ist im spezifischen Digital Enterprise Computing. Was bedeutet das konkret? Wir haben ja heute die Situation, dass wir in sehr, sehr vielen Unternehmen zunehmend IT nutzen. Die Digitalisierung hält ein in Geschäftsprozesse, in Planung von Unternehmen, Fabriken, Industrie. 4.0 ist ein großes Thema. Das Internet der Dinge, die Produkte werden digitalisiert. Und das benötigt natürlich sehr viel Forschung, denn die technologische Entwicklung schreitet hier sehr schnell voran. Und die Unternehmen fragen sich, welche Konzepte sind quasi wissenschaftlich überprüft. Auf was können wir uns verlassen, und dazu liefern wir empirische Daten. Das heißt, das ist schon so ein bisschen was wie die Glaskugel der IT-Branche. Natürlich, die IT-Branche ist momentan sehr stark in Bewegung, auch was die IT-Technik selbst angeht. Nehmen wir das Stichwort Cloud Computing, das heißt sehr viele Dienste, die in Zukunft nicht mehr stationär aus Servern, aus Mainframes bezogen werden, sondern aus der Wolke, aus der Cloud. Das hat natürlich sehr viel Veränderung auch für die IT selbst zur Folge. Glaskugel ist da ein gutes Stichwort. Natürlich ist es so, dass wir heute so eine schnelle, rasante Entwicklung haben, dass manchmal in Unternehmen man tatsächlich auch sehr viel Mut und auch Weitsicht benötigt, um abzusehen, in welche Richtung wird sich das ganze Thema weiterentwickeln. Können Sie da schon so eine kleine Prognose abgeben? Was sind die Trends? Was passiert in den nächsten ein, zwei Jahren? Also der große Trend, der uns sicherlich bewegen wird, mehr bewegen wird, als wir das momentan denken, ist das Internet der Dinge. Wir hatten in den letzten Jahren schon durch die Einführung des Internets, dann durch das sogenannte Web 2.0 mit Social Media und dergleichen große Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen, Veränderungen im Medienkonsum. Und wenn wir jetzt über die Digitalisierung der Produkte und Dienstleistungen nachdenken, sprich, dass jedes Produkt, jede Dienstleistung in Zukunft auch sprechen, kommunizieren kann, dann sind das gravierende Veränderungen, die wir uns heute noch gar nicht so gut vorstellen können. Ich meine, der Kühlschrank, der mit mir spricht, ist ja in aller Munde, der über meine App auf dem Smartphone auch gesteuert werden kann. Das zieht aber sehr große Veränderungen auch in der unternehmensinternen IT-Infrastruktur nach sich, auch in den Geschäftsprozessen, die Unternehmen umsetzen müssen. Und das wird aus meiner Sicht in den nächsten 6, 7 Jahren Unternehmen ganz massiv beschäftigen. Schöne moderne Welt also. So ist es. Ja, nur der Name ist natürlich jetzt nicht modern. Hermann Hollerith, das ist eine Reminiszenz an einen ganz bedeutenden Erfinder, Entwickler. Richtig, Hermann Hollerith ist sicherlich einer der großen Pioniere der IT, bekannt geworden natürlich vor allem mit seinen Lochkartenmaschinen, die zum ersten Mal ja so etwas wie ein Code, wie ein Stück Software, würde man heute sagen, dann in maschineller Form zur Verfügung gestellt hat. Insofern eine ganz wichtige Person der Region, auch für Unternehmen wie die IBM hier, natürlich eine wichtige Persönlichkeit. Insofern haben wir bei der Namenssuche nach einem Zentrum ein bisschen Anklang genommen, auch an die Historie, die es hier Böblingen ja durchaus gibt, und Hermann Hollerith ist da eine ganz wichtige Figur. Quasi der Erfinder des Computers, wenn man es mal ganz populär sagen will. Wenn man es etwas zuspitzen möchte, richtig, ja. Ja. Und damit bin ich gleich beim Standort. Sie haben jetzt auch schon eine Firma genannt. Wir haben hier einen sehr computeraffinen Standort, Böblingen-Sindelfingen, der Landkreis Böblingen. Und es gibt hier natürlich Firmen, die ihr Geld damit verdienen, in diesen Bereichen zu forschen, zu entwickeln oder auch eben Produkte herzustellen. Arbeiten Sie mit denen zusammen, und wie haben die reagiert, als es darum ging, dass jetzt hier ein Hochschulstandort genau mit diesem Schwerpunkt entstehen soll?
Natürlich arbeiten wir mit diesen Unternehmen zusammen. Es war explizit ja sogar ein Wunsch der Unternehmen, dass hier in Böblingen ein entsprechendes Forschungszentrum aufgebaut wird. Wir haben von Anfang an die großen Unternehmen der Region mit an Bord, IBM, HP, Capgemini. Das sind Unternehmen, auch Bosch, die auch im Gründungsbeirat des Hermann-Hollerith-Zentrums eine große Rolle spielen. Und entsprechend versuchen wir natürlich auch, unsere Projekte sowohl in der Lehre als auch in der Forschung kooperativ gemeinsam mit diesen Unternehmen umzusetzen. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Die können also tatsächlich auch quasi Auftragsarbeiten definieren und sagen, also wir sind an dem und dem Thema und würden jetzt einfach ganz gerne mal die wissenschaftliche Sicht der Dinge dazu erfahren. Da gibt es mehrere Ansätze. Das fängt schon an in den Masterstudiengängen. Wir haben in den Studiengängen integrierte Projekte, natürlich die Masterthesis. Das sind schon Themenstellungen, die wir dann gemeinsam mit der Praxis erarbeiten. Wir haben gemeinsam mit der Universität Stuttgart ein Promotionsprogramm. Das heißt, man kann in Böblingen nach dem Masterstudium auch direkt in die Promotion einsteigen. Auch hier werden gemeinsam mit den Industriepartnern relevante Themengebiete definiert. Und natürlich auch das Thema Industrieforschung, Auftragsforschung ist für uns ein Thema, wenn letzten Endes Fragestellungen da sind, die wir durch unsere Expertise unterstützen können. Dann setzen wir auch solche Projekte explizit für unsere Industriepartner auf. Das heißt, Sie sind auch da ganz dicht am Puls der Zeit. Also Sie erfahren mit als Erster, was in diesen Firmen gedacht und entwickelt wird. Das ist sehr häufig der Fall, natürlich, weil letzten Endes sehr viele Pilotprojekte, die wir auch in unseren Laboren dann entwickeln und testen, dann später in den Echtbetrieb kommen. Ja, vielen Dank bis hierher. Professor Dr. Alexander Rossmann ist heute unser Gast beim Stadtgespräch. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch weiteres erfahren wollen, einen kleinen Blick in die Zukunft der IT-Branche miterleben wollen, bleiben Sie einfach dran. Nach einer kurzen Werbepause melden wir uns wieder. Mit nur einem Anruf können Sie dauerhaft und unkompliziert die Deutsche Wildtierstiftung unterstützen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sage mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Ja. Aber jetzt mal genug von der Oma. Ich wollte euch was ganz anderes fragen. Habt ihr in den letzten Wochen auch Post zum Thema Organspende bekommen? Ja. So, jetzt mal ganz frei von der Leber weg. Wenn man ganz tief in sich geht, ne, dann fragt man sich doch, was gibt's da eigentlich noch zu holen, oder? Ja, hier, das Herz, schon mehrfach gebrochen. Oder die Lunge, aus dem Hals geschrien. Die Augen haben minus 50 auf Dreh. Ne? Ja, da greift man doch zu jedem Gallenstein. Und ich muss euch enttäuschen. Trennsäcke oder eine kleine Portion Hüftspeck, die kann man nicht vorher schon mal spenden. Ja. Dem Thema Organspende kann man sich auf vielen Wegen nähern. Mit Humor oder Ernst, ganz sachlich oder einfach aus dem Bauch heraus. Aber egal wie, das Wichtigste ist, Sie tun's. Treffen Sie Ihre Entscheidung und halten diese in einem Organspendeausweis fest. Ich hab's auch gerade gemacht. Kein Witz. Regio TV. Herzlich willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen, hier aus der Motorworld auf dem Flugfeld in Böblingen-Sindelfingen. Ja, zu Gast ist heute Professor Dr. Alexander Rossmann. Er ist Leiter des Hollerith-Zentrums in Böblingen, des Universitätsstandorts Böblingen-Hochschulstandorts. Es gibt diesen Standort jetzt seit einem Jahr. Sie selbst sind seit einem halben Jahr hier. Wie fällt die erste Bilanz aus?
Ja, absolut positiv. Also prinzipiell ist es so, dass wir jederzeit merken, dass wir hier willkommen sind. Das spürt man durch und durch. Es gibt sehr, sehr viele Gespräche, tolle Gespräche mit der Region, mit den Unternehmen der Region, auch mit den politisch Verantwortlichen, die quasi ja hier auch die Rahmenbedingungen geschaffen haben, dass man hier starten kann. Insofern sind wir sehr zufrieden und denken, dass wir einen sehr guten Start erlebt haben. Politisch verantwortlich ist ein gutes Stichwort. Vor allen Dingen natürlich der Oberbürgermeister der Stadt Böblingen und natürlich der Landrat des Landkreises Böblingen. Die haben ja seit Jahren sich dafür eingesetzt, dass wir hier einen Hochschulstandort bekommen in den Landkreis. Und jetzt hat es geklappt. Wo sind Sie untergebracht? Das Hermann-Hollery-Zentrum ist im Gebäude der ADV, der Akademie für Datenverarbeitung in der Danziger Straße in Böblingen. Das heißt, wenn man quasi aus der Hulb nach Böblingen hineinkommt, dann steht man schon direkt bei uns vor der Tür. Und die Hulb ist ja nun sowas wie die Schmiede, richtig, die IT-Schmiede. Wer finanziert Sie? Wir haben ein dreistufiges Finanzierungsmodell. Es gibt natürlich einerseits die Stadt und den Landkreis, den haben Sie schon angesprochen. Das ist auch etwas, was aus unserer Sicht erforderlich wäre, dass es letzten Endes ein Sponsoring aus der Stadt, aus dem Landkreis gab, um hier beginnen zu können. Mittlerweile ist es auch so, dass wir erfreulicherweise Landesmittel zur Verfügung haben am Standort Böblingen. Das ist nicht selbstverständlich, denn prinzipiell ist die Politik auf Landesebene natürlich bemüht, die Anzahl neuer Hochschulstandorte einzudämmen, wenn wir demografisch auch sehen, wie die Studentenzahlen sich entwickeln werden in den nächsten Jahren, ist das auch sehr gut nachvollziehbar. Und die dritte Säule sind letzten Endes Industrieunternehmen, Industriepartner, die von Anfang an das Hollery-Zentrum unterstützt haben. Sie haben ja vorher erzählt, dass Sie die auch in Kooperationen natürlich haben. Wie muss man sich das auch vorstellen? Profitieren Sie auch von den Firmen, jetzt nicht nur indem die Ihnen Aufträge erteilen, sondern auch beispielsweise haben Sie Zugriff auf so Einrichtungen wie das Forschungslabor und Entwicklungszentrum der IBM in Böblingen. Können Sie mit denen zusammen? Absolut, natürlich findet das statt. Das heißt, für uns ist Forschung immer dann gute Forschung, wenn sie praxisnah erfolgt, wenn sie auch mit echten Daten, mit sogenannten empirischen Daten aus der Praxis auch arbeiten kann. Insofern sind wir ja nicht der Elfenbeinturm und schließen uns ein in unserem Zentrum, sondern wir gehen ja raus in die Unternehmen und versuchen die Konzepte, die uns interessieren, die wir entwickeln, gemeinsam mit der Praxis weiterzuentwickeln. Kooperationen sind da wichtig, Zusammenarbeit. Richtig. Spannend. Sie haben es gerade auch schon gesagt, das Land ist jetzt nicht so glücklich, immer neue Hochschulstandorte ausweisen zu sollen, weil natürlich die Zahl der Studierenden zwar jetzt im Moment relativ hoch ist, aber in Zukunft durch demografische Entwicklungen sinken dürfte. Wie ist es bei Ihnen? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben ungefähr 40 Studenten. Wie viel sollen es denn mal werden? Wir sind jetzt gestartet mit einem komplett neuen Studiengang an einem neuen Standort. Der war zweimal voll. Das heißt, wir haben einen Masterstudiengang letztes Jahr im Wintersemester mit 20 Studenten gefüllt. Jetzt den nächsten. Und unser Ziel ist natürlich hier weiterhin die Nachfrage zu stimulieren, sodass wir perspektivisch, wir sprechen hier über das Jahr 2015, Anfang 2016 mit 200 Masterstudenten am Standort Böblingen rechnen. Dann wird Böblingen wirklich eine Studentenstadt. Ja. Aber mal schauen, was das dann noch mit sich bringt. Interessant ist aber auch, welche Abschlüsse sind möglich an Ihrem Zentrum? Es gibt das Masterprogramm Services Computing. Services Computing ist ein sehr wichtiges Thema in der IT momentan, da letzten Endes man ja heute immer mehr darüber redet, welchen Service kann ich aus der IT eigentlich beziehen. Wir haben vorher schon über das Thema Cloud gesprochen. Da kommt der Service ja auch nicht mehr aus meinem eigenen Rechner, sondern quasi aus der Wolke, wenn man so möchte. Und das zieht sehr große Veränderungen in der Infrastruktur nach sich, wie so eine IT überhaupt zur Verfügung gestellt werden muss. Dafür bieten wir einen spezifischen Studiengang an, der auch in Kooperation mit der Wirtschaft hier entwickelt wurde. Wie gesagt, jetzt erfolgreich zum zweiten Mal. Und das Zweite, was wir anbieten werden dann nächstes Jahr im Wintersemester, ist der Masterstudiengang Digital Business, wo es eben sehr stark darum geht, wie verändern sich Geschäftsprozesse durch Digitalisierung. Das sind die zwei Masterprogramme, die wir dann hier in Böblingen haben werden. Sehr spannend. Ganz kurze Frage, kurze Antwort vielleicht noch. Gibt es sonst etwas, an dem Sie arbeiten, Projekte, Entwicklungen, kleiner Blick noch in die Zukunft Ihrer Einrichtung? Also für uns wird natürlich im nächsten Jahr ein großes Thema das Graduiertenkolleg, das Promotionsprogramm sein, wenn wir zum ersten Mal auch Absolventen in Böblingen haben, die dann in die Promotion einsteigen. Dann werden wir sehen, dass wir eine ganz andere Durchschlagskraft auch in der Forschung haben mit sehr vielen Doktoranden, die dann aktiv sind. Darauf freuen wir uns natürlich ganz besonders. Ja, ich freue mich.
dass wir dieses Gespräch führen konnten. Herzlichen Dank, Professor Dr. Alexander Rossmann vom Hollerith-Zentrum in Böblingen. Meine Damen und Herren, nächste Woche gibt es natürlich wieder ein Stadtgespräch Böblingen. Dann wird mein Kollege Chris Fleischhauer einen Friedhofsplaner zu Gast haben. Was zunächst jetzt vielleicht ein bisschen morbide klingt, hat aber einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Hintergrund. Denn es wird auch darum gehen, wie beispielsweise muslimische Bestattungen auf deutschen Friedhof möglich sein soll. Bis dahin, schönen Abend noch, bleiben Sie uns gewogen.